Ja, schön, dass ihr wieder da seid zu der nächsten Shorty. Wieder für euch hier als Zuschauer geguckt und passend auch zum Wochenende. Na, haben wir gleich den Wochenendeblick mit. Ja, und lasst uns mal gemeinsam hier reinlunzeln, ne? Was denn hier so am Wochenende für euch geboten ist, was wichtig ist, was auf euch zukommt. Heute habe ich mir das Enigma Lenormand bevor genommen von Nadine Breitenstein. Da werden wir uns als erstes jetzt eine Energie rausziehen. Jo, und dann hoffen wir mal, dass wir hier sehr viel Information kriegen. So. Schauen wir mal, was die Energie ist für dich an diesem Wochenende. Da haben wir einen jungen Mann. Okay. Ja, es könnte hier sich um eine männliche, doch eher etwas unreifere Person handeln. Vielleicht auch eine Person, die ein bisschen naiv ist, naiv handelt. Also zumindest könnte es hier jemand sein, der auf alle Fälle, das spiegelt hier sogar, der auf jeden Fall jünger ist als du, muss aber nicht. Ja? Oder es könnte hier, wie gesagt, jemand sein, der ist einfach ein bisschen unreif oder ein bisschen naiv in der Verhaltensweise. Ne? So ein Luftikus. So Ladifari-Gedöns. So. Also mit so einer Person könntest du es jetzt die Tage hier zu tun kommen. Oder eben, es ist deine Energie hier. Wir schauen uns das gleich genauer an. Ne? Dass du vielleicht hier eher in der aktiven Energie momentan unterwegs bist. Vielleicht hier auf ein bisschen naiv reagierst. Könnte möglich sein, aber wir schauen hier genauer rein. Ne? So, unser Fritzel hier muss die Karte halten. Und dann schauen wir mal, um wen es hier geht, um diesen jungen Mann hier. So, dann lasset uns erzählen. Ja, auf jeden Fall mit jemand, mit dem du in Verbindung stehst, wenn es hier um eine Person geht. Vielleicht bist du mit dieser Person in einer Verbindung oder hast vielleicht auch jemanden kennengelernt, ne, mit dem man hier vielleicht gerne eine Verbindung eingehen möchte. Ja, oder es ist einfach, dass du eben, wie gesagt, dass das deine Energie ist. Ne? Wir schauen mal weiter. Och, dann haben wir noch die Liebe. Also, ja, ich denke, dass es hier um eine Liebesbeziehung geht zu einem Manne. Ne? Also, dass nicht du diese Energie hier bist, die hier eher unreif und naiv ist, sondern dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der gerade so reagiert oder sich verhält. Kann auch hier wiederholend ein Thema sein bei euch in der Liebe. Und wir haben hier den Bären. Kann auch hier jemand aus der Vergangenheit sein. Vielleicht bist du aktuell mit dem auch nicht zusammen, dass eure Verbindung schon etwas länger her ist. Ja, und hier geht es eigentlich mit dem Bären, ne, um ja, Reifen auch. Ne? Dieses starke, mutige. Hier ist auch jemand sehr im Ego verhaftet. Na Gott. Was haben wir hier? Wir haben aber trotzdem eine Einladung. Also da kommt was rein. Na, wir haben hier das Blumenbüchelchen. Also eine Einladung kommt rein. Vielleicht hier zu einer Reise. Ich hatte das ja schon im Wochenimpuls. Na, falls den du noch nicht gelesen hast, den findest du auf Instagram unter dem gleichen Namen wie hier. Also vielleicht eine Einladung zu einer Reise oder zu einem Ausflug oder eben, dass sich hier etwas verändern soll. Es geht auch hier, so wie es ausschaut, vielleicht auch um ein bisschen ein Techtelmechtel oder dass man hier wirklich naiv denkt, man könnte dich jetzt hier einladen, ne, auf irgendeine Reise und dann geht da hier was. Da wird aber dieser Mensch sehr schnell die Klarheit durch dich bekommen hier, ne, dass das hier nicht funktioniert. So, also was immer das hier ist mit dieser Einladung, ne, es könnte also wirklich hier so auf der sexuellen Schiene auch sein, dass hier wirklich jemand denkt, naja, man könnte hier wirklich dich in einer Weise rumkriegen, ne, was immer zwischen euch hier war. Es ist eine starke Verbindung, wie man hier sieht, definitiv. Und zwischen euch haben wir hier auch die Liebe liegen, keine Frage. Ne, aber hier ist man doch ein bisschen naiv. Vielleicht haben wir hier auch wiederholende Sachen, ne, dass er jetzt meint, er könne sich hier in seinem Ego und macht sich dann auf die Reise und sagt, hey, pass mal auf, ich bin hier, ne? Der Geilomat, wie schaut es denn jetzt aus? Können wir uns treffen hier? Ne, so ungefähr, so eine Energie, die kriege ich hier rein. Ja, genau. Also, ne, da guckst du ja schon in den Turm. Das wird wohl hier nichts werden. Ne? Aber da hast du recht, weil, wie gesagt, wir haben es hier mit eher
jemanden zu tun, der, wie gesagt, eher unreif ist, ne? So ein Luftikus eben, ne? Wo kann man, also das ist eine Aussage, mit der kann man einfach nichts anfangen. Oder wenn es nur um das eine wieder geht, oder man könnte hier mal schnell ein Nümmerchen schieben oder sowas. Oder durch Sex etwas in den Ausgleich bringen. Ja, dann ist man hier aber total auf dem Holzweg, ne? Jetzt schauen wir uns aber hier mal die Karten genauer an, um was es hier geht beim Ring. Da haben wir einmal den Clay und den Mond. Ja, macht sich hier jemand schon Gedanken? Auch du machst dich hier Gedanken. Nur bei dir ist es so, dass man hier einfach ganz gut sieht, dass man irgendwo die Schnauze schon voll hat. Ne? Immer diese ewige Wiederholungen, immer das ewige kleine Glück, da hat man einfach keine Lust mehr. Ne? Du bist jetzt hier im Endeffekt, was diese Beziehung betrifft, und du bist in deiner Liebe, du bist in deiner Stärke. Na, und hier haben wir ja jemanden, der da erstmal reinkommen muss. Das heißt, dich nervt es hier schon, gewisse Sachen, die sich immer wiederholen, na, die möchtest du auch nicht mehr haben. Und vor allem irgendwo irgendwas Kurzfristiges, mal schnell treffen, mal schnell hier eine Einladung. Na, das spielt sich halt hier auch nicht mehr. So. Ja. Da geht irgendwo, na, da spielt jemand eigentlich mit dem Feuer. Na, könnte man jetzt auch wieder hier so sagen. Aber man bringt Licht ins Dunkel. Also ich habe ja schon gesagt, das wirst du hier ja, sehr schnell klären. Oder sehr schnell mitteilen. Ja, dass du, wie gesagt, wenn, dann soll es hier in eine starke Verbindung gehen, ja, eine gefestigte Sache. Aber nicht hier irgendwo aus dem Ego-Spielchen raus oder irgendwie wieder so kurzfristig irgend so ein Gedöns, ne? Da hat man, ja, schau mal, da hat man keine Lust mehr drauf, ne? Das ist nicht das, was du willst. Und das ist auch in Ordnung, ne? Und das wirst du auch hier mitteilen. Das heißt, also hier haben wir jemanden, der anscheinend wieder dasselbe macht, ne? Oder wieder von vorne das Spielchen hier beginnt und tatsächlich hier ja, mit einer Einladung ums Eck wackelt, ne? Man könnte sich ja hier vielleicht treffen. Vielleicht mit dem Schiffchen auch du, dass du wohin fährst, ne? Und dann könnte man hier, na, ich zeige es auch nochmal wirklich hier meinen, naja, mit Sex klärt sich hier auf alle Fälle alles mit dir, ne? Aber da wirst du ihm den Riegel vorschieben, wie man sieht, ne? Da schwingt man auch gleich mal die Ruten. Also da wird er keinen Erfolg damit haben und das ist auch absolut korrekt. So, schauen wir mal auf die Liebe drauf. Guck, da haben wir sie schon. Ja, es wird mit Sicherheit ein Gespräch über ein Treffen geben. Ne? Also hier kommt eine Einladung auf dich zu, irgendjemand, der dich sehen will, irgendjemand, der hier ja meint, da sitzt der große Zampon und du springst hier gleich an. Aber man sieht hier, dass du ganz klar auch hier, was das betrifft, die Rute schwingen wirst. Ne? Also das segelt sich hier nicht durch bei ihm. Interessant. Also wir haben auch hier, na, in Sachen Liebe die Gespräche, die über die Öffentlichkeit hier reinkommen. Ja, Waschbrett, guck. Immer dasselbe Muster, immer wieder das Gleiche. Ne? Das haben wir hier schon in der Wiederholung drauf mit dem Ring. Es ist immer derselbe Ablauf, immer dieselbe Denkweise, die man hier hat. Also hier haben wir ja nicht irgendwo eine Veränderung drauf. Ne? Hier geht auch wieder jemand. Fällt jemand in eine Routine wieder rein, ne? So macht der Gewohnheit so ungefähr, ne? Und da haben wir ja schon den guten Herrn drauf. Also es kann ja sein, dass er es gut meint, es kommt halt nur nicht so rüber, ne? Also wenn er diese Sache hier tatsächlich so angreift, ne? Dann muss man hier sagen, dass er sich da ins Ausschied ist klar. Na, also das ist halt so, kann so ein altes Muster hier noch sein mit dem guten Herrn, ne? So ein Vaterthema, was hier nochmal ist, wo man das wiederholt. Oder vielleicht geht er auch über einen Freund dran, das kann ja auch nochmal sein, kriege ich auch gerade als Information raus, ne? Dass sich hier jemand kontaktiert, den ihr gemeinsam kennt. Ne? Es könnte ein älterer Freund sein oder jemand, der halt irgendwo reifer ist. Aber ne, das ist eigentlich mit dem guten Herrn hier auch wieder so eine Sache, dass man sagt, also wenn du nicht reif genug bist, dann lass es, ne? Oder wenn du hier nicht weißt, wie du das machen musst. Er meint es nicht schlecht, das sieht man hier, ne? Es ist einfach eine ganz andere Sprache, die er da hier gegenüber dir spricht. Aber im Endeffekt sieht man, dass er halt wieder in dasselbe Muster reinfällt und das ist halt hier, wie gesagt, überhaupt nicht dein Ding, ne? Da hast du keinen Bock. Keine Böcke. Böckeli-Böck. Schaut mal, doppelt gemoppelt auf den Bären.
Du hast auch keine Lust mehr auf diese Ego-Scheiße, ne? Es ist halt reines Ego, was er hier durchzieht, wieder so ungefähr, naja, die wird mir hier schon nicht widerstehen können und dann regeln wir einfach alles und mit Sex und ein schönes Techtelmechtel und hier mal ein Treffen und da. Und genau das wird sie ihm jetzt hier ziehen, ne? Also du wirst ihm da den Zahn ziehen. Wir haben hier unterm Deck auch den Ring. Na, wir haben hier den Hund und den Park. Hier geht es wirklich darum, dass man sagt, nee, ich will eine Partnerschaft, ja. Ich will eine treue, eine loyale Partnerschaft und wo auch wirklich Wachstum dahinter ist. Und das wirst du klar vermitteln. Guck, du bist ja schon wieder da, ne? Weil du hast keine Lust mehr, dass in der Liebe hier immer wieder alles falsch läuft, ja. Und diese fadenscheinigen Veränderungen, die man dir hier immer wieder vorlügt, ja, oder vorgaukelt, ja, ich mache was, ich tue was und dann letztendlich landet sie wieder hier. Ja, das ist das, was man sagt, nee, will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, mag ich nicht mehr. Hier haben wir die Teezeit. Ja, ne, da wird man erstmal denjenigen hier zum Nachdenken in das Türmchen versetzen, ne, dass man sagt, nö, also du machst hier eine Pause von dem Ganzen, definitiv. Also du hast, wie gesagt, du nimmst dir die Zeit, darüber nachzudenken, aber man sieht schon, nö, ne, du hast, wie gesagt, auf diese Belastungen und immer wieder das Alte aus der Vergangenheit, was jetzt da hochkommt, also es ist immer wieder dasselbe, was sich hier mit dieser Person wiederholt. Es kann auch jemand anders sein, der dir hier am Herzen liegt, gell? Es muss nicht unbedingt der Herzensmann sein, es kann hier auch ein anderer junger Mann sein, den du da vielleicht kennst, ne? Kann auch ein Geschwister sein oder jemand, wie gesagt, der sich momentan hier irgendwie nicht so dolle verhält, ne? Oder sich nicht dolle verhalten wird, weil wir schauen ja nach vorne. Da wirst du hier aber nicht mehr einsteigen. Also wenn hier wieder irgend so ein Rotz, muss ich schon sagen, ankommt, man wird hier nicht mehr einsteigen. Ne? Da bleibst du in deiner eigenen Kraft und Stärke, weil du einfach sagst, nee, ich habe, das belastet mich alles, das ist mir zu anstrengend. Ne? Da gehe ich raus aus dieser Geschichte. Ja. Ne? Da schaust du, dass du für dich im Endeffekt in deiner Größe bleibst. Ja, so könnte man es auch sagen. Also du bist schlau genug, dass du da hier dich nicht mehr auf sowas einlässt. Und das ist die Botschaft, die ich hier bekomme. Hier haben wir das Parfüm. Ja, es ist so, man versucht halt wieder, dir ein bisschen die Gedanken zu vernebeln. Ne? Man versucht vielleicht von verschiedenen Themen abzulenken. Schau mal, dich zu verführen, sexuelle Absichten. Ne? Hier ist einfach jemand, der es noch nicht geschnallt hat, dass man mit dieser Art und Weise nicht weiterkommt. Ja? Und du hast natürlich gewisse Erwartungen, das ist ja auch in Ordnung so. Na, aber hier brauchen wir noch Geduld, weil man sieht hier versucht es tatsächlich jemand wieder auf dieselbe Art und Weise. Na, verfällt also wieder hier in ein altes Muster. Wie gesagt, es kann hier jemand sein, der dir am Herzen liegt. Es kann auch jemand sein aus der Arbeit. Na, es muss nicht unbedingt um die Liebe gehen. Es ist halt nur hier sehr deutlich gezeigt, dass es hier wahrscheinlich um eine Liebesverbindung geht. Ja, vielleicht auch um eine karmische Sache zwischen euch beiden. Aber wichtig ist, man sieht ganz klar, dass du aus dieser Hausnummer aussteigst. Ne? Du schiebst hier in einer gewissen Weise den Riegel vor. Du bringst hier Licht in die Sache, dass man sagt, nee, ich habe keine Lust, dass das immer hier wieder im kleinen Glück landet. Ne? Nichts hält hier, nichts gewinnt eine Stabilität. Ne? Und das wirst du auch hier aus deinem vollen Herzen mitteilen. Ne? Also irgendwas wiederholt sich hier jetzt am Wochenende und natürlich kann es auch noch die darauffolgenden Tage sein. Ihr wisst ja immer, Zeit ist relativ. Irgendwas wiederholt sich hier in der Liebe, aber du wirst aus deiner ganzen Liebe, aus deiner ganzen Kraft hier raus sprechen und sagen, nee, mache ich nicht mehr mit. Ich gehe nicht mehr in irgendwelche Routinen ein. Wenn du das nicht hinkriegst, dann ist es so, dann kann man es nicht ändern. Aber ich steige hier nicht mehr ein. Na, ich möchte hier was Stabiles, was Solides haben, na, was Kraftvolles, was wirklich auch Power hat und wo man mit was anfangen kann, na, was ja auch Mut und Stärke und Aufrichtigkeit hier beinhaltet. Und da nimmst du dir erstmal eine Pause raus. Also wenn du schon wieder merkst, na, dann kann es sein, dass man hier erstmal sagt, jo, machst du mal dein Ding. Ne? Und ich mache meins. Und das ist das, wo du mit so zu hohen Ehren kommst. Ne? Das ist einfach eine Ansage, dass man sagt, nö, also ich lasse mir von dir hier nicht länger etwas wegnehmen oder ich lasse mich hier nicht länger von dir stressen. Ne? Ich brauch deine Versprechungen nicht, die nicht eingehalten werden. Ich brauche ja nicht irgendwo schon wieder so ein sexuelles Angebot. Damit, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Es ist, irgendjemand ist hier wirklich sehr, sehr unreif in seiner Handlungsweise, sehr, sehr naiv,
dass er denken könnte. Auch wenn du hier jemanden Neues kennenlernst, ja, dann ist das auch so ein Aufreißer, der hier meint, er könne dir hier irgendwo mal sagen und dann geht hier was. Also, na, ihr müsst das nicht, um Gottes Willen, na, aber hier scheint halt jemand so auf dieser Schiene zu fahren. Gut, die Lilien müssen nicht immer den Sex bedeuten, gell, wisst das, aber es kann halt ja auch sein, dass man versucht, ja, die jetzt dich einzuladen, vielleicht auf eine Reise und dann schaut man, dass wieder alles in die Harmonie bringt und dann ist wieder alles gut. Nee. Na, weil wir haben hier ganz klar das Waschbrett, das heißt, es ist immer wieder dasselbe. Ja, weil hier jemand einfach Angst vor einer Veränderung hat und immer wieder in die gewohnten Muster fällt. Und da haben wir halt den guten Herr, seine Absichten sind nicht schlecht. Ja, nur mal so, das habe ich vorhin schon gesagt. Also hier ist tatsächlich Liebe da, es mag vielleicht eine andere Sprache sein, die er spricht, ja. Aber er meint es nicht böse, also er hat keine schlechten Absichten in sich dahinter. Nur das ist halt einfach kein Zustand. Ja. Es kann ja auch eine Affäre sein, vielleicht hast du auch eine Affäre mit einem jüngeren Mann, na, oder der halt gerade auch so naiv und kindisch rumfusselt hier, na, wo man sagt, also entweder oder Katze oder Koda, weil sonst machen wir hier nicht weiter. Na. Also ich bin mal gespannt, was sich hier zeigt am Wochenende. Dann haben wir hier die Gänse noch unterm Deck. Na. Hier ist auch jemand sehr unbedarf, na, sehr leichtsinnig. Hier muss erst jemand erwachsen werden. Guck mal, wie das wieder passt hier. Ne? Hier muss jemand erwachsen werden und da muss jemand seine Richtung wechseln, weil so kommt man hier nicht weiter. Ne? Ja, kurz, knackig und spannend. Ich bin mal neugierig, was sich bei deinem Gegenüber hier zeigt, ne? Und ob es vielleicht hier um dein Gegenüber geht. Also wie gesagt, Achtung, Achtung, hier kommt wiederholend jemand rein. Er hat keine bösen Absichten, aber das ist ein Macho-Gehabe, ne? Was man da, oder man versucht dich jetzt irgendwie zu knacken. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt auf der sexuellen Ebene sein, ja, vorsichtig muss es nicht, sondern es kann auch hier jemand, es kann auch hier nur über dieses, ja, machen wir wieder von vorne, Harmonie, Gedöns und Tralala sein. Auch nicht, ne? Ist alles nicht der Kelch, den wir haben wollen. Münze es bitte auf deine Situation um. Unter Umständen könnte es hier auch eben um eine Obrigkeit gehen, dass es im Job irgendwas ist, wo man sagt, jetzt wiederholt sich hier der gleiche Mist schon wieder. Der hat irgendwie nichts dazugelernt. Na, vielleicht auch so ein in der Arbeit, dass du so einen kleinen Möchtegern da sitzen hast, der meint, er würde hier die ganze Welt zusammenreißen. Na? Ja, tut er eben nicht. Also zumindest nicht bei dir. Also man sieht schon, dass du mit dem Turm schön die Grenze ziehst. Und das ist eigentlich schon eine hervorragende Aussage. Passt soweit, meine Lieben. Ja, wir hören uns mit der nächsten Short Message auf dein Gegenüber. Bin ich sehr gespannt. Und ja, fühl dich lieb gedrückt von mir und bis bald. Ciao, ciao, eure Melanie.